Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Terraria, together mit Dani, Clemi, den üblichen Leuten hier. Und wir sind hier neu, nach einer ganzen Zeit, ungefähr ein Monat ist vergangen, seit die letzte Aufnahme hier war. Es hat sich einiges an dem Spiel geändert, was es doch wert ist zu zeigen. Und zwar würde ich mal sagen, wir tun uns einfach mal hier ins Getümmel stürzen. Das allererste, was euch vielleicht gerade aufgefallen ist, als ich was aufgehoben habe, stand da irgendwas von wegen, was ich aufgehoben habe. Das ist schon mal ganz praktisch. Und da läuft ein Hase rum. Hase, stirb! Kann man den nicht töten? Mm-mm. Ich will den töten! Ja, verdammt. Das wollen wir auch. Was dazu zu sagen wäre, wir haben eine neue Welt geschaffen, um das Ganze zu entdecken. Diesmal mit der Größe Small. Da wir nicht Ewigkeiten damit verbringen wollen, alles zu durchgraben, zu erforschen und so weiter. Außerdem sieht man auch, dass wir alle verdammt gute Ausrüstung haben. Und damit meine ich verdammt gut. Aber es gibt einige Sachen, zum Beispiel gibt es hier, wenn ihr auf der Seite schaut, was ich in den Patch Notes gelesen habe, die Social Items. Das heißt, wir können die Rüstung, die momentan bei uns allen dreien gleich aussieht, weil sie damals zumindest die beste war, und wir sie ja natürlich alle haben mittlerweile, da kann man andere Rüstung reinsetzen und die wird stattdessen angezeigt. Das ist verdammt praktisch. Das heißt, wir könnten hier jetzt als Helm irgendwas anderes reinmachen und ich würde nicht aussehen, wie als hätte ich diesen... nicht Schaden machen an mir. Jetzt hätte ich diesen Helm hier. Der Schleim, der hat's bereut, dass er mir Schaden gemacht hat. Und die haben angeblich eine bessere AI, die Viecher. Besser. Ja, das ist schon eins der neuen Items. Clemi hat das schon gefunden. Wie war das mit dem Hook? Du musst Hook benutzen. Das ist die Sun Fury, heißt das Ding, glaube ich, jo. Oder? Das ist quasi das blaue Ding, was ich hier habe, nur noch besser. Jo. Mach mal, ich will wissen, wie viel Schaden das macht. Wow, Alter. Wow. Warte, ich kann dir eine geben. Ich hab aber ich bin dafür, dass wir als Weihe für diese Welt ein... What? Du hast zwei? Jo, hab ich. Hör damit. Geil. Krieg ich dann das Blaue? Ja, von mir aus, ohne Probleme. Da. Okay. Schnapp dir. Cool, Sun Fury. Sun Fury. Das Ding leuchtet auch noch, nicht bekommen, aber okay. Nimm es doch, liegt doch da. Wo? Ach so. Ah. Ja, das liegt da. So. Dann gehen wir mal hier runter. Ich würde sagen, wir als Weihe für die neue Welt töten wir einfach mal Anita auf Hals, weil wir es können. Oder? Boah, die sehen jetzt viel besser aus, diese Tunnel. Hier ist einer. Außerdem, was man ebenfalls erkennt, hier gibt's neues Erz, was man direkt abbauen kann. Ich nehme mal schwer an, dass das Dämonit ist. Und das Big Eater. Das sind ein Big Eater. Außerdem erkennt ihr ebenfalls, was wahrscheinlich total offensichtlich ist und ich einfach vergessen habe zu erwähnen, wir haben eine größere und bessere Auflösung auf diesem Bildschirm. Das bedeutet, ihr werdet jetzt mehr sehen. Das war Dämonit-Erz, wie ich es vermutet habe. Das kann man jetzt wohl abbauen in der Verderbnis. Das ist ganz cool. Cool. Außerdem, a horrible ghost on your spine. Außerdem soll es angeblich Buffs geben. Ich probiere das mal. Nee, die Lesser Healing Potion gibt mir definitiv keine Buffs. Aber was nicht war, das kann auch werden. Ey, die Corruption, die sieht aber echt cool aus. Jo. Ich finde, die sieht jetzt nicht so anders aus, auch wenn ihr meint. Doch, viel anders. Damals war das einfach nur so eine stumpfe Höhle, so ein Loch. Ja, der denkt natürlich hier wieder direkt was Anstößiges dabei. Ja, klar. Ich habe hier unten die nächste, die dritte. Die leg ich mal frei her. Wo soll man kämpfen? Glock. Ja, in den Löchern. Jeder hat sein eigenes Loch, wo er dann kämpft. Sozusagen. Das allerbeste ist, hier steht kein Wasser drin. Kein Wasser! Das uns! Verdammt nochmal! Oh, Feld! Was macht dieses Vieh da drin? Jetzt benutze ich meinen Breaker. Da kommt er. Wie gut, dass man kein Fall-Damage bekommt, ne, Tom? Ich weiß gar nicht, ob ich das Item mittlerweile habe. Ich glaube, ich habe das Item nicht, aber sie haben gefixt, dass beim Doppelsprung der Falldamage nicht reduziert wird. Komm mal hoch hier. Wow. Eat of Falls, du hast keine Chance. Ja, ich glaube, cool, den werden wir so... Nicht genau von mir rumstracken würde. Den werden wir so umhauen jetzt, ohne Spaß. Doppel Sun Fury und eins von diesen blauen Dingern. Moon Fury, glaube ich, heißt das Ding, oder? Ja, irgendwas mit Moon. Ach, ich habe ja dieses praktische Item bekommen, dass ich nicht zurückgeschleudert werde, wenn ich Schaden bekomme. Das habe ich ganz vergessen. Ja, sehr gut. Ich aber. Stirb, Peter Falls! Du hast keine Chance gegen die Allmächtigen. Was sind wir überhaupt? Tom Free. Tom Freaks. Genau. Oh.
Ah, sehr gut. Und da ist er weg. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich bin du Gott. Bist es, Tom, du ich bist hab's es. Drauf. Der mit dem Anti-Hack. Genau, der mit dem Anti-Hack. Verdammt. Immerhin konnte ich jetzt noch schon wie viel Mana, der Magic Mirror. Der Magic Mirror braucht jetzt Mana, und zwar offensichtlich 20 war das, was er gerade verbraten hat. Glaube ich. Also einen Stern. Ich wollte eigentlich nur das Orb of Light zünden. Aber das ging wohl in die Hose. Hey, kommt mal her. Nicht den allein töten. Wahrscheinlich ist er schon längst tot. Na, gleich. Ist nur noch ein Teil. Okay. Ich bring derweil ein paar Schleime um. Und weg. Ist tot. Oh, ich hab's nicht gesehen. Die armen Zuschauer, die konnten das jetzt nicht sehen. Oh. Ich hab hier einen riesigen Hügel. Die Brust von Mutter Erde. Okay. Ich glaub, hier drauf errichten wir unsere Basis. So quasi als Nippel oder so. Verdammt, was ich hier wieder... Und ich mach mich vorher lustig von wegen Anstößigkeit, ja. So viel dazu. Das sieht aber echt so aus, komm mal her. Da okay, vorne ist der etwas krüppelige Kopf mit flacher Stirn oder so. Die liegt hier auf dem Boden. Oder das ist der riesige Wanst. Und da unten sind die Füße. Ja, mit viel Fantasie. Auf jeden Fall müssen wir hier drauf so ein Haus errichten, würde ich mal sagen. Und dann buddeln wir uns irgendwie in die Erde und machen Mist und noch mehr Mist. Und entdecken vor allem neue Monster. Es sind verdammt viele neue Monster, verdammt viele neue Items gekommen. Zum Beispiel dieses Band of Star Power. Okay, zieh ich mal an. Regeneriert angeblich langsam Mana. War das nicht schon vorher da? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall regeneriert sich meine Mana jetzt um einiges schneller. Ach, du hast noch so eine Axt. Ich hab, glaube ich, nicht so eine Axt. Oh, ich hab eine Ham-Axt. Ach cool, die Töpfe, die sind auch, glaube ich, jetzt verschieden, ne? Ja, eine Ham-Axt. Eine Schinken-Axt. Sag ich doch. Für die Leute, die es nicht wissen, eigentlich Ham-Axe soll eine Mischung zwischen Hammer und Axt sein und keine Schinken-Axt. Aber nur am Rande. Ich glaube, ich baue unser Haus jetzt mit der Moniterz. Wieso auch nicht. Jo. So. Muss ja nicht toll aussehen. Dani, kommst du? Oh nee, nee, Gott, ich mache hier erstmal noch die anderen Orbs platt, damit wir noch einen haben. Ja, aber dann musst du hier reinkommen. Ja, dann komme ich da aber. Du wirst schon sehen, unser Brustwarzenhaus. Wir buddeln uns jetzt unser Loch durch die Brust. Die arme Frau, Mutter Erde. Die arme. Und also cool, ich hab noch so einen blauen Ball. Ah ne, das ist ein anderer. Okay. Ach ja, der Sun Fury wird von den Würmern gedroppt, die in der Hellworld sind. Ja, von diesen Skelettwürmern. Jo. Von denen wir eigentlich schon einige besiegt haben in der vorherigen Aufnahme. Übrigens scheint das Erz jetzt so ein bisschen zu glitzern und zu glänzen. Oh, da ist direkt eine Höhle. Mit einer Kiste drin? So weit oben? Meins. Ey, du... Der hat tatsächlich... Shine-Potion, okay, ist direkt drin. Shine-Potion? Cool. Ich hab keinen Bock, den dritten Orb jetzt zu suchen. Falls wir nochmal nach rechts gehen, dann können wir ja nochmal in die Corruption. Glowstick works when wet. Ich hab das Gefühl, das ist die neue Unterwasser-Fackel. Und Shine-Potion, was macht Shine-Potion? So viel Neues zu entdecken. Ich habe einen Buff. 10 Minuten, seht ihr das? Emitting Light. Ich leuchte. Wieso habe ich jetzt nochmal... Da ist noch eine Kiste! Equipable, 5% increases movement speed. Increases defense by 8. Noch mehr Buffs. Das ist cool. Hier unten liegt auch was rum. Was ist... What the fuck? Hier ist eine Qualle. Blinkroot Seed. Ach, das sind so Wurzeln, Ach ja, wir haben übrigens einen Tipp bekommen für die Necro-Armor. Aus dem Dungeon mit den Knochen und... waren das die Knochen? Hellworld, oder? Ja, Knochen und... Und Cowab, Spinnennetz. Und aus denen soll man sich eine neue Rüstung machen können. Die würde ich echt gerne mal ausprobieren. Jo, ich auch. Können wir machen. Willst du auch hier Iron Skin Potion? Kriegst du einen. Hier, nimm. Ja, kriegst warte, 8 Defense mit. Wie gut, dass ich keinen Spiegel hab. Ich muss eh meinen ganzen Müll machen, mein halbes Inventar ist voll Obsidian. Und die Schleime scheinen jetzt im Wasser zu schwimmen. Hier ist ein neuer Herzkristall, den wir mittlerweile gar nicht mehr brauchen. Ich habe auch schon eine Qualle gesehen. Ich weiß, oder wir wissen jetzt ja auch endlich, wie man sich Tränke craftet. Oh, Tränke.
Oh, Tranky. Aber das ging ja schon vorher, wir waren ja einfach nur zu doof. Blöd. Zu doof, so raus zu kommen. Da ist eine Qualle, das ist ja cool. Seht ihr die Qualle? Ich muss die Qualle zurück. Das hab ich gerade zweimal gesagt. Ich hab dir aber nicht zugehört. Ja, wie immer. Tom ist wieder in Gedanken versunken gewesen. Ich freue mich echt, dieses ganze neue Zeug hier mit euch zusammen zu entdecken, hier, Terraria. Das macht wieder. Ich habe eine Truhe gefunden. Sag, was drin ist. Ist aber schon da ist sicher wieder Buff Potion drin, oder? 32 Pfeile. Ja, okay, das ist nicht unbedingt. Ach so, nee, du hattest die schon. Das kann sein. Oh, Sand, das tut weh. Eine leuchtende Blume, was zur Hölle? Ja. Hier drin ist die Qualle, die muss ich jetzt umbringen. Einfach, weil ich eine Qualle mal getötet haben will. Will jeder normal im Hintermal. Glowstick. Ich muss das mal ausprobieren. Was bringt die Blume? Man kann Leuchtstäbchen werfen. Die funktionieren unter Wasser. Zieht. Cool. Blinkt was. Ich bin gleich tot. Verdammt. Atmen! Ich hab irgendwie so ein Seed bekommen für blinkende Blumen. Okay. Wenn jemand noch Herzen braucht, hier hinten ist ein Herzkristall. Ich glaube mal, ihr habt schon volle, oder? Jo, ich hab volle, Alter. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich buddel mich dann mal zu euch wieder runter, ne? Ich hab ja die Qualle jetzt getötet. Jo, der Zweck meiner Expedition ist... Ich bin schon einigermaßen wieder weit. Mhm. Ja, der Zweck meiner Expedition ist erfüllt jetzt, wo die Qualle tot ist. Ich frag mich echt, wie das mit der Videoqualität aussieht. Müssen wir da mal testen auf YouTube. Wenn hier alles nur... Das Geile ist, wenn ein Erz leuchtet, das sieht man direkt, dann muss man nicht immer so blöd nach Höhlen suchen. Ist auch gut, ja. Also, Terraria, finde ich, macht echt was draus. Also, jo. Aus dem Spiel wird immer besser. Die ganzen neuen Sachen, die es da gibt, nur, dass ihr es wisst, wir haben schon ein bisschen in die Patchnotes geschaut, aber nur so, wir wissen nur so ein bisschen was Grobes über die neuen Sachen. Und das möchten wir jetzt mit euch zusammen einfach mal entdecken, weil stumpfes Nachlesen, Suchen und dann Zeigen, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so das, was uns so gefällt. Das entdecken wir lieber mit euch zusammen. Deswegen haben wir eine neue Welt gemacht. Jo. Eine Small Welt, bei der wir sehr schnell zu neuen Schätzen vordringen werden. Hier kommt schon die Höhlenmucke. Yay, Speedbuddeln! So macht das. Wie schnell es geht. Ich mach die linke Seite. Nee, ich mach die rechte. Warte, ich muss noch mal Meteorit. Ich mach hier mal so ein Atemloch. Jo. Dann können wir uns mal das Meteoritzeug anständig holen und mal Laserschwerter noch zeigen. Die haben sie auch noch nicht gesehen. Ja, ich hab sogar eins. Ich hab sogar 12 Topaz. Ja, wir haben schon Meteorit. Dann haben wir schon Meteorit abgebaut. Dann können wir theoretisch auch mal einfach die Laserschwerter zeigen, die ich hier. Ja, ich hab Topaz. Daraus können wir ja machen. Ey, wie viel Wasser ist denn das? Von wo kommt das? Kommt ihr mit? Von wo kommt denn das Wasser? Das weiß ich nicht. Featherfall. Irgendwer hat's aus dem Loch gelassen. So. Oh, ich glaube. Sehe gerade, ich hab doch kein Laserschwert dabei. Das ist aus dem wieder ein Herzkristall. Herzen! Brauchen wir nicht mehr. Früher haben wir uns da richtig drüber gefreut und jetzt? Wie ist. Ich meine, was ist nur aus den guten alten Zeiten geworden? Und wenn die ja, Nekro. Als wir alle noch mit Noob-Equip rumgelatscht sind. Und nicht alle gleich aussahen. Ja. Mit dem hässlichen Silberhelm, das war noch Zeit. Ja, wo sind genau, überhaupt die ganzen Monster hin? Ich sehe gar keine Gaylords mehr. Mit dem Scheißhaufen. Genau. Ja, aber ohne Spaß, ich sehe keine Gaylords mehr. Wo sind die hin? Ja, die kommen wahrscheinlich erst noch. Da hinten ist eine Kiste. Ah, schau mal, was da drin ist. Das ist meine. Ich muss wieder Egoist sein. Sonst denken die Leute doch, ich bin nett, wenn ich kein Egoist bin. Ja, natürlich. Es darf nicht passieren. Ich muss als der Evil... Das sind Fische! Fische! Stirbt! Enchanted Boomerang. Oh, ist sogar eine goldene. Das erinnert mich irgendwie an unsere erste Kiste. Komm mal mit hier. Ja, ein Boomerang und Dynamit. Clemmy! Buddeln okay, war komme. Gestern. Okay. Höhlen erforschen ist in. Ach so. Wir müssen ein bisschen... Die Fische eigentlich irgendwie austrocknen oder so, wenn man das Wasser ablässt? Oh. Ich nehm's mal an. Müssen wir mal später ausprobieren. Mir tut das doch weh, wenn ich so weit runterfalle. Ah, cool, hier ist noch ein Edelstein, den können wir auch abbauen für Laserschwert. Ja, können wir machen. Ich habe aber keinen Platz mehr im Inventar. Wir brauchen auf jeden Fall Spinnweben und hier müssen wir uns sowieso aus wieder nach unten buddeln. Jo. Machst du wieder die andere Seite, Clemmy? Jo. Perfekt.
Mach mal eine dritte Seite. Da unten kommt wieder die nächste Höhle, da ist auch hell drin. Was ist in den Höhlen? Ah, deshalb ist in den Höhlen hell. Ja, und? Oh. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns vielleicht nicht nach unten buddeln sollten. Ja. Nice. Ich irgendwie schon. Wir sind schon wieder gleich. Eine Fliege, oh. Was zur Hölle. Oh. Uff. Was ist das denn? Das war eine Fledermaus, glaube ich. Wow. Ja, das ist nicht gut, da unten drin zu sein. Ne? Und schlecht.